Ja, vielen Dank, Roland. So, dann kommen wir zum letzten Part. Gregor, da bist du ja. So, da muss ich jetzt nicht viel sagen, das kannst du gleich alles selbst machen, glaube ich. Ne? Schlusslicht jetzt des heutigen Tages. Sascha hat mich gefragt, ob ich diese Veranstaltung mit ihm zusammen durchführen möchte und bin daher so ein bisschen hier mit reingerutscht und freue mich jetzt auch nochmal etwas, zu einem Punkt zu sagen, der das Thema digitaler Wandel eigentlich sehr, sehr offensiv bestreitet, denn es geht eigentlich um unsere Umgebungsveränderung. Und unsere Umgebungsveränderung hat sich natürlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon sehr, sehr stark verändert hinsichtlich Konsumverhalten, Internet, sozialen Medien etc. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir innerhalb dieser neu entwickelten Dinge, die uns in unserer täglichen Welt umgeben, wie zum Beispiel das Internet oder das Nutzen sozialer Netzwerke, schon wieder in eine Wandlungsphase uns befinden. Und diese Wandlungsphase ist eindeutig heutzutage das Thema Video, denn die gehemmte Möglichkeit, Videos zum Einsatz zu bringen, liegt eigentlich im Endeffekt an der technischen Möglichkeit. Denn vielleicht sollte man sich, beginnen wir erstmal mit der Frage, warum das Video überhaupt das angenehmste, sage ich mal, Medium für den Menschen generell ist. Also es gibt verschiedene Medien, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Informationen zu vermitteln, die alle auch im Marketing, im Unternehmen eingesetzt werden. Video ist eines davon. Video ist das Medium, was natürlich für den Menschen am einfachsten, am angenehmsten zu konsumieren ist. Warum? Weil es die Realität zum größten Teil sofort direkt widerspiegelt. Im Gegensatz zu der Frage, wenn ich nur etwas im Radio höre oder wenn ich einen Text dazu schreibe. Bei allen anderen Medien muss ich meine Fantasie wesentlich mehr benutzen als beim Video, weil das Video, das geht halt einfach so rein. Und vielleicht kann man das mal so ein bisschen auseinandernehmen, woraus besteht ein Video, wissen wir alle, ein Video hat Einzelbilder, also eine Sekunde Video besteht aus 24 bis 30 Einzelbildern pro Sekunde. Und inwieweit ein Bild, ein reelles Bild, ein Foto geeignet ist, um Informationen zu übertragen, können wir uns ja mal ganz kurz anschauen, ist ein Beispiel, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, das gibt es gelegentlich mal, aber schauen Sie mal ganz kurz auf den schwarzen Bildschirm. So, und Sie sollten alle wahrgenommen haben, in diesem Bruchteil einer Sekunde, was sich dort so ungefähr abspielt. Also, um das in einem Text oder in einer Geschichte oder wie auch immer zu vermitteln, da bräuchten wir wesentlich mehr Zeit als bei einem Bild. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal bei einem bewegten Bild an, wie schnell wir da in der Lage sind, einen Sachverhalt zu begreifen, der vielleicht sogar abstrakt ist, wo es sogar Bilder gibt, die nichts mit der eigentlichen Sache zu tun haben. Den kennen Sie jetzt auch, der war süß, ja. So, im Endeffekt war das nur eine Bildfolge von drei Bildern, die auch nichts miteinander zu tun haben, aber jeder hat gewisse Informationen aus dieser Situation bereits erhaschen können. Wir haben ein Tier, das uns sofort auf eine Art von Ort einen Rückschluss gibt, eine Wettersituation, die uns vermuten lässt, dass wir nicht im Nordpol oder auch nicht wahrscheinlich in Deutschland sind. Wir haben eine Art von Objekten, Autos, die ein gewisses Gefühl vermitteln. Wir haben eine Tätigkeit, das ist der Schaltknopf, der sofort symbolisiert, zwei Autos nebeneinander, da wird wahrscheinlich gleich ein Rennen stattfinden. Und insofern ist das Medium Video ein Medium, was, wie gesagt, sehr realitätsnah ist und dadurch in der Lage ist, uns einfach
einfacher und besser und schneller zu erreichen, als das bei vielen anderen Medien der Fall ist. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass andere Medien nicht einen anderen vielleicht genauso oder vielleicht sogar wertvolleren Zweck verfolgen können. Aber dieses Medium, Video, ist erstmal das, was für uns am zugänglichsten ist als Menschen. Und man sieht es immer wieder, jeder muss nur sein Facebook oder was auch immer aufmachen heutzutage, wie viele Videos da einem schon entgegenspringen. Also die Hälfte des gesamten weltweiten Internet-Contents ist bereits Video-Content. Prognosen sagen, dass das auf 80% innerhalb der nächsten 3 Jahre noch steigen wird. Und der einzige Grund, warum das halt nicht eigentlich in fast jeder Informationsvermittlung ist, sind immer noch die technischen Gegebenheiten. Das heißt, wir sind schon sehr weit, aber wir sind natürlich noch immer in einer begrenzten Phase. Also wir haben auf unserem Handy haben wir ein begrenztes Datenvolumen. Das heißt, da ist auch Videotraffic begrenzt. Also die Begrenzung auch in technischer Hinsicht sind immer noch die Gründe, warum dieses Medium, sich noch mit der fortlaufenden Technik auch noch weiterentwickeln wird. Ja, im Endeffekt wollte ich eigentlich nur, einen kleinen Hinweis auf dieses Thema Video geben, weil ich glaube, Video wird uns in ein paar Jahren in der ganzen Welt noch wesentlich mehr umschweifen. Wahrscheinlich werden wir in 10, 20 Jahren überall von Videoscreens umgeben sein. Überall werden uns Informationen erhaschen oder erreichen können. Insofern stellt sich oftmals gar nicht die Frage, auch im unternehmerischen Einsatz kann ich immer nur sagen, oder im Marketingbereich stellt sich nicht die Frage, ob man das Video einsetzt, sondern eigentlich nur die Frage, wann und in welcher Form.